Am 23. April, der Welttag des Buches, und es kommt auch wieder ein Buch für alle Schulklassen raus. Lieber Undercover heißt es. Und da wir euch nicht persönlich begrüßen können, wählen wir diesen Weg und stellen euch ein paar Bücher vor, erzählen euch ein bisschen was drüber und lesen eine kurze Probe draus. Ich möchte euch heute das Buch Planet Oma, Nichts als Ärger vorstellen. Es ist vom Autoren Samit Mian, im Löwe Verlag erschienen, für Kinder ab 8 Jahre geeignet. Die Hauptfigur Oma ist umgezogen, das bedeutet auch eine neue Schule. Das bereitet ihm sehr viel Kummer und er hat sehr viel Angst davor. Er findet aber bald ganz viele neue Freunde, aber auch Leute, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Seine Familie ist ein bisschen verrückt. Die Eltern sind beide Wissenschaftler und an jedem Sonntag findet in der Familie ein Wissenschaftstag statt. Da würde ich euch jetzt ein Stück vorlesen. Der Sonntag verging ziemlich schnell, weil da bei uns immer Wissenschaftstag ist. Papa sagt dazu mit lauter dröhnender Stimme: Wissensworkshops. Als gäbe es an Sonntagen nichts Besseres zu tun. Warum? Weil Papa nämlich auch Wissenschaftler ist. Und wenn ihr mich fragt, haben er und Mama nur deshalb 3 Kinder bekommen, um noch mehr zukünftige Wissenschaftler in die Welt zu setzen. Da ich Naturwissenschaft wirklich mag, stört es mich nicht. Wir haben viel Spaß dabei, Schleim herzustellen, zischende Ausbrüche zu verursachen und Dinge zum Knallen zu bringen. Bei fast jedem Wissensworkshop passieren 4 Dinge. Erstens, bei Mama muss immer alles ganz genau sein. Sie ist davon wie besessen, gibt es aber nicht zu. Denn Wissensworkshops sollen Spaß machen, nicht zu verstrengen sein. Mit zusammengebissenen Zähnen sagt sie dann jedes Mal sowas wie: Bist du sicher, dass du das richtig verrührt hast, mein Liebling? Zweitens, Papa lacht über Mamas Übergenauigkeit. Dann küsst er sie auf den Kopf und sagt, dass sie genau aus diesem Grund die beste Wissenschaftlerin der Welt sei. Und sie küsst seine Hand und lächelt glücklich. Drittens, Mariam lässt immer wichtige Teile des Experiments auf den Boden fallen. Viertens, Esa tritt immer auf die wichtigen Teile des Experiments, die Mariam auf den Boden fallen gelassen hat. Das liegt daran, dass er Ameisen im Hintern hat und in seinen Schuhen und überall. Er kann nie ruhig sitzen bleiben. Ja, noch ganz viel über weitere Experimente und turbulente Szenen in dem Buch Planet Oma, Nichts als Ärger. Nun der 2. Titel für Kinder ab 8 Jahren. Bitte nicht öffnen, Mädchen. Der 5. Band von Charlotte Habersack, im Carlsen Verlag erschienen. Wieder eine ganz, ganz tolle Geschichte um Nemo und seine Freunde. Dieses Mal wissen Sie schon, was in dem Päckchen ist. Auf dem geschrieben steht, bitte nicht öffnen, ein Einhorn. Aber kein normales Einhorn. Ein sehr lustiges Einhorn, was viele Streiche macht. Viel mehr verrate ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch mal das Einhorn und lese dann ein Stück davon. Am Montagmorgen stand Nemo besonders früh auf. Nicht so früh wie seine Eltern, die schon um 7 im Supermarkt sein mussten, aber früher als sonst in den Ferien. Er gab Ossi zu fressen, füllte seinen Rucksack mit Klobrause und machte sich auf den Weg zur Post. Nachdem er das Päckchen abgeholt hatte, lenkte er seine Schritte Richtung Blumenviertel, wo Freds Vater wohnte, seit er sich von Freds Mutter getrennt hatte. Für den Weg brauchte Nemo 3-mal so lange wie sonst. Herr Ossi das dringende Bedürfnis verspürte, jede einzelne Ecke zu markieren. Die Brüstung an der Mückenbrücke, die Hecke der Kläranlage und die Schranke am Parkplatz vor dem Fitnessstudio. Als Nemo endlich ankam, waren Oda und Fred schon längst da. Und, hast du es, begrüßt ihn Oda an der Tür. Ja, auch einen guten Morgen. Grummelnd zog Nemo das Päckchen aus seinem Rucksack. Dufte, leg es dahin, begrüßte ihn Fred, nicht freundlicher. Er ging ins Wohnzimmer voraus und deutete auf den kreisrunden Tisch. Wie üblich fuhr er kurze Hosen mit Bügelfalte und ein ebenso gepflegtes Hemd. Seine blonden Haare waren ordentlich gescheitelt. Sowohl an Freds Wortwahl als auch an seinem Aussehen konnte man gut erkennen, dass seine Großmutter sich viel um ihn kümmerte. Nemo legte das Päckchen ab und stellte seinen Rucksack mit der Blubbrause auf den Boden. Dann ließ er Ossi von der Leine. Kaum war der kleine Sequassel frei, stürzte er sich auf einen Hausschuh von Freds Vater. Genüsslich begann er darauf herumzukauen. Pfui, Ossi, aus! Fred zerrte ihm den Pantoffel aus dem Maul und legte ihn neben das Päckchen auf den Tisch. Ossi piepte unschuldig und legte sein Köpfchen so schief, was so süß aussah, dass Fred ihm sofort verzieht. Ja, und was dann mit dem Einhorn, was in dem Päckchen ist, noch passiert, das verrate ich euch nicht. Viel Spaß beim Lesen. Also ich stelle euch heute das Buch von Roboter träumen, nicht von Lee Bacon. Da geht es um eine Zukunft, in der die Menschen seit 30 Jahren ausgestorben sind. Und der Roboter XR-935 zusammen mit seinen beiden Kollegen Xeron und SKD macht eine ziemlich unglaubliche Entdeckung. Und da lese ich jetzt mal ein Stück was vor. Wir arbeiteten bis in den späten Nachmittag hinein.
als ich mich gerade unter einer Reihe Solarpaneele duckte und eine Schraube an einem Schaltkasten festzog, registrierte ich ein Flackern am Rand meines Sichtfelds. Ich konnte mich gerade rechtzeitig umdrehen, um zu beobachten, wie ein Schatten hinter die nächste Speicherstation flitzte. Dieser Schatten war keinem meiner Kollegen zuzuordnen. Ein warnendes Kling breitete sich in meinen Schaltkreisen aus. In diesem Bereich des Solarparks waren keine anderen Roboter beschäftigt. Die Schlussfolgerung war klar. Meine Kollegen und ich waren nicht allein. An unserem Arbeitsplatz befand sich eine unzulässige Lebensform. Rund um den Solarpark ragte ein Maschendrahtzaun auf. Der Grund für die Errichtung des Zauns? Schutz vor Tieren. Doch so einfach ist es eigentlich nie. Der Zaun wurde regelmäßig auf die eine oder andere Weise beschädigt. Er wurde von heftigem Wind auf den Boden gerissen, von großen Tieren umgerannt, von kleinen Tieren angeknabbert. Nager buddelten sich darunter hindurch, Vögel flogen darüber hinweg. Allen Anstrengungen zum Trotz fand immer wieder das ein oder andere Tier einen Weg in den Solarpark. Und an ihrem Ziel angekommen, stellten sie alles Mögliche an. Ich unterbrach meine Arbeit und machte mich auf den Weg zur Speicherstation. Dort hatte ich den Schatten zuletzt gesehen. Sollte es sich tatsächlich um ein Tier handeln, würde ich mich an das Standardverfahren halten. Erstens viele Erfassungsgeräte vorholen, zweitens anvisieren, drittens Abzug betätigen. So würde ich die unzulässige Lebensform scannen und als Ziel markieren. Eine entsprechende Meldung mit Ortsangabe würde an die Jagdbox gehen. Das als Ziel markierte Tier würde aufgespürt und eliminiert werden. Damit wäre das Problem gelöst. Doch als ich die Speicherstation erreicht hatte, konnte ich mich plötzlich nicht mehr bewegen. Als hätte sich mein Akku auf einen Schlag entleert. Es wären meine Systemprozesse lahmgelegt worden. Hinter der Speicherstation kauerte ein erstaunliches Wesen. Es hatte keine Ähnlichkeit mit den Tieren, die ich üblicherweise im Solarpark entdeckte. Es war nicht möglich. Es war ein Mensch. Das Buch ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Ein weiteres Buch für Kinder ab 10 Jahre, David Williams, Das Eismonster, im Ruhrwald Verlag erschienen. Es ist eine etwas traurige Geschichte. Die kleine Elsie lebt 1899 in einem Kinderheim in London, wo die Kinder auch nicht gerade gut behandelt werden. Sie lernt weder lesen und schreiben. Sie hat nur eine Vorliebe. Erstens erzählt sie den Kindern im Kinderheim immer eigene erfundene Geschichten. Und sie liebt Tiere über alles. Eines Tages liest sie in einer Zeitung oder sieht in einer Zeitung ein Bild von einem Wollhaar-Mammut. Und die Geschichte darum interessiert sie also sehr. Ja, und da lese ich euch jetzt ein Stück davon vor. Eine ausgezeichnete Diebin. Lesen Sie die ganze Geschichte. Eismonster in der Arktis gefunden. Das Leben auf den Straßen von London hat seine Vorteile. Man schlief unter den Sternen. Man aß so viel frisches Obst und Gemüse, wie man sich unter dem Nagel reißen konnte. Und das Beste von allem war, dass man immer alles zuerst erfuhr. Neuigkeiten verbreiteten sich schnell. Und das hier war ein Knüller. Da sie nie zur Schule gegangen war, konnte Elsie weder lesen noch schreiben. Allerdings spielten die Zeitungsverkäufer die Schlagzeilen nur so durch die Gegend. Jahrhundertfund, Eismonster am Nordpol entdeckt. Ausgrabung eines längst gestorbenen Eismonsters sorgt für Furore. Eismonster ist 10.000 Jahre alt, sagt ein Experte. Tiefgefrorenes Eismonster, im Eis vergrabenes Monster gefunden. Konnte das wahr sein? Ein echtes Monster, das 10.000 Jahre alt war? Elsie war alt genug, um zu wissen, dass es keine Monster gab. Und jung genug, um vielleicht doch daran zu glauben. Sie hatte an einem Marktstand gerade einen Apfel zum Frühstück gebissen. Zufrieden kauen schlängelte sie sich durch die Massen der zylindertragenden Herren, die auf dem Weg zur Arbeit waren. Und erreichte schließlich den Zeitungsstand. Verschwinde, du kleine Diebin, schrie der Zeitungsverkäufer und verpasste Elsie mit einer zusammengerollten Ausgabe der Times einen Schlag auf den Hinterkopf. Zack. Straßenkinder standen auf der untersten Stufe der Leiter. Sie wurden von Erwachsenen jeden Tag geschlagen, aber wenigstens war es abdeckungsreicher, als tagtäglich im Haus Wurmig mit einem Besenstiel verdroschen zu werden. Ich will es mir doch nur mal ansehen, bat Elsie. Die Zeitungen sind nicht zum Ansehen da, sondern zum Kaufen. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dich dorthin trete, wo die Sonne nicht scheint. Da sie für Tritte in den Hintern nichts übrig hatte, lächelte Elsie den Mann freundlich an und schlenderte davon. Sie bog in eine Gasse ab, fasste sich an den Rücken und zog eine Ausgabe der Times aus ihrer schmutzigen Hose. Sie war inzwischen eine ausgezeichnete Diebin geworden. Ja, viel Spaß beim Weiterleben. Ich möchte euch noch das Buch vorstellen, Rico Oskar und das Missverständnis von Andrea Steinhöfe. Das ist im Carlsen Verlag erschienen und es ist der 5. Band der Reihe von Rico und Oskar und leider der letzte Band, was uns eigentlich alle sehr traurig macht, weil wir die beiden Jungen ins Herz geschlossen haben und der Meinung sind, dass das wirklich mal ein Buch ist, was auch mal ein Kinderbuchklassiker werden kann. Ja, Rico und Oskar haben sich ein bisschen gezofft. Rico hat sich nämlich verliebt und Oskar fühlt sich ein bisschen zurückgesetzt. Und gerade da kommt ein großes Problem auf sie zu. Ihr Spielplatz soll verkauft werden und es soll etwas drauf gebaut werden.
Und irgendwie wollen sie das verhindern. Jeder probiert es erst alleine, das geht nie gut. Und dann merken sie doch, dass man das nur zusammen was erreichen kann. Und ich hoffe, dass das Ende dann auch gut ausgeht. Das will ich euch jetzt nicht verraten. Ich lese einfach ein kleines Stück. Mitten in der schmalen Durchfahrt zwischen unserem vergessenen alten Spielplatz und dem links angrenzenden blauen Haus stand fett und breit ein dunkelbrauner SUV. Das würde böses Gehupe und ordentlichen Stress geben, wenn einer der Hausbewohner seinen eigenen Wagen im Hinterhof parken wollte. Aus einem Fenster am ersten Stock guckte die alte Frau Engel in ihrem eierschallfarbenen Strickjäckchen mit ihren lila getönten Haaren, gemütlich aufgestützt auf die Fensterbank. Man sah sie da oben ausschließlich bei gutem Wetter. An manchen Tagen nickte sie anfreundlich zu, an anderen nicht. Aber immer hatte sie eine Zigarette zwischen den Fingern, worüber Oskar sich regelmäßig aufregte, weil Rauchen tödlich ist. Bloß offenbar für Frau Engel nicht, sondern nur für all ihre Nachbarn im Haus, denn von denen sah man nie jemand. Wie sie wirklich hieß, wussten wir nicht. Wir hatten sie Engel getauft, weil wir uns einbilden, dass sie auch an Regentagen, wenn sie nicht am Fenster hing, wie ein Schutzengel über den Spielplatz wachte. Plus, weil sie ja laut Oskar eigentlich schon längst tot sein sollte. Ja, viel Spaß beim Weiterlesen.